Er hat mit dem längsten Nagel der Welt einen Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde und seit 15 Jahren schmiedet er in seinem Betrieb mit 8 Mitarbeitern schöne Grabkreuze und andere Sachen. Aber der Schlosser und Schmiedemeister Walter Heinrichs aus Simmerath hat noch mehr auf Lager in seiner Ideenschmiede. Zum Beispiel hat er jetzt ein Verfahren zur Balkonsanierung entwickelt, das in vielen Fällen einfacher, schneller und wesentlich kostengünstiger ist als ein Abriss und Wiederaufbau. Warum, hat sich Heinrichs gedacht, warum nicht den maroden Balkon einfach einpacken? Und weil er ja Metallbauer ist, beruht das Prinzip auf einer Unterkonstruktion aus Stahl. Die komplette Unterseite des Balkons wird mit Stahlkonsolen unterfangen. Und zwischen ihnen und dem Balkon sorgt eine Art Gitterrost dafür, dass keine Betonstücke runterfallen können, die größer sind als 3 cm. Die Konsolen sind gleichzeitig die Ankerpunkte für das neue Geländer und das Abdeckblech, das den Balkon von unten verkleidet. Schließlich wird noch die Oberfläche ausgegossen und versiegelt und schon ist alles wieder gut. Und damit das alles auch hält, sorgen spezielle, auf das jeweilige Mauerwerk abgestimmte Dübel für die notwendige Stabilität. Mit seinem Partner, dem Maschinenbaumeister Peter Krahe, hat Heinrichs das Verfahren jetzt zum Patent angemeldet und wenn alles gut geht, sollen mit dem neuen Geschäftszweig Umsatz und Gewinn im kommenden Jahr kräftig steigen.